Herzlich willkommen bei einem weiteren Wissensvideo des Lehrganges Personal- und Social Media Recruiting. Mein Name ist Helene Einramer-Florian und wie in gewohnter Weise könnt ihr mich sowohl per E-Mail kontaktieren als auch im Wissensforum, wo wir immer wieder zahlreiche Fragen beantworten. Heute möchte ich mich einem sehr spannenden Thema widmen, nämlich dem Thema TikTok im Recruiting, also das heißt, wie sehr und wie weit man TikTok auch für Recruiting-Themen verwenden kann. Ja, dann starte ich gleich einmal mit meiner ersten Folie. Tja, also es ist nichts Neues, dass die Babyboomer innerhalb der nächsten 5 bis 7 Jahre in den wohlverdienten Ruhestand gehen werden und somit auch aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden und dass sich der Fokus natürlich auf die jungen Arbeitskräfte legt, die logischerweise, was auch schon sehr oft besprochen worden ist, stark umkämpft werden. Und die Generation Z steht ziemlich auf diese Applikation TikTok. Die wird auch von ihnen sehr stark und in einem sehr großen Ausmaß genutzt. Und somit bietet eben auch TikTok Recruiting einen weiteren Zugang zu dieser Zielgruppe und eröffnet auch neue Möglichkeiten für ein authentisches Employer Branding. Ganz kurz einmal hier das Fazit zusammengeführt. Also TikTok hat sich eben speziell eben für diese Generation als führende Social Media Plattform etabliert. Und es ist einfach auch wichtig, dass man sich natürlich, wie auch bei allen Social Media Kanälen, sich über die Strategie und über eine ausgiebige Recruiting-Strategie wirklich ja, Gedanken drüber macht, um sozusagen auch zielgruppenspezifisch und plattformspezifisch auch wirklich passend für das Unternehmen sich die Recruiting-Strategie zurechtlegt. Wichtig bei TikTok ist natürlich das Thema Datenschutz, das in letzter Zeit auch immer wieder in den Medien zu finden ist. Aber auf das komme ich dann auch später nochmals zu sprechen. TikTok, was ist denn das überhaupt? Also die Applikation TikTok wurde im 2018 auf den Markt gebracht und ursprünglich hieß die Plattform Musical LY, welche später in TikTok umgewandelt wurde. Und vor allem die jungen Nutzerinnen haben sich, ja, oder haben Gefallen an dieser Applikation gefunden und ist sozusagen derzeit die bedeutendste und die aktuellste Netzwerkplattform für die ganz junge Zielgruppe, also für die Generation Z. Auf dieser Plattform können kurz Videos geteilt werden, die unter anderem mit Filtern etc. bearbeitet werden können. Und das Ganze kann man natürlich auch wunderbar hinterlegen mit Musik und mit sonstigen Elementen. Ganz klar die Hashtags, aber das haben wir ja auch schon beim Instagram, schon die ganze Zeit bei Twitter und Konsorten, dass es wichtig ist, diese Hashtags auch anzubringen. Ja? Und ja, ganz wichtig natürlich auch nicht nur eine Hashtag-Variante, sondern mehrere. Wie wird denn jetzt TikTok genutzt? Weltweit gibt es über 1 Milliarde aktive Nutzerinnen. In Deutschland nutzen wöchentlich bereits circa 11 Millionen die Applikation. Und es gibt natürlich viele TikToker, die sehr bekannt sind. Die haben unglaublich viele Follower. Wie Sie hier auch erwähnt werden, die liegen bei 149,5 Millionen Follower oder bei 146,8 Millionen. Und das ist natürlich schon eine beträchtliche Anzahl, wenn man eben so viele Follower hat. Wie sieht denn die Nutzung hier in Österreich aus? Das ist eine Statistik vom Jahr 2021. Es gibt noch keine Zahlen von 2023 oder 2022. Hier sieht man auf jeden Fall die Nutzeranzahl in Millionen und hier liegt TikTok bei 1,23 Millionen an Nutzern. Also wenn man davon ausgeht, Österreich hat derzeit 8,8, 8,9 Millionen Einwohner, dann ist die Zahl von 1,23 auf jeden Fall beträchtlich hoch und ist im Steigen.
Wie kann denn nun TikTok im Recruiting eingesetzt werden? Also die Inhalte sowie die Aufmachung müssen einfach mit der entsprechenden jungen Zielgruppe abgestimmt sein. Die meisten Unternehmen, die sich für TikTok entscheiden, die haben eben schon im Vorfeld entweder einen Facebook-Account oder auch einen Instagram-Account, genauso wie auch eben sozusagen einen Pinterest-Account, wo sie ihre Recruiting-Maßnahmen und Employer-Branding-Maßnahmen setzen. Viele Unternehmen, viele Recruiter haben dadurch auch schon Erfahrungen auf diesem Social-Media-Sektor gesammelt und können sozusagen TikTok als eine Erweiterung ihrer bisherigen Recruiting-Strategien ansehen. Welche Vorteile bietet TikTok beim Recruiting? Also zum einen einmal ist es für die junge Generation, für die Generation Z, und zum anderen ist es man kann im Recruiting-Strategien für Auszubildende, kann man wunderbar ausrollen, man kann auch Recruiting-Kampagnen ausrollen. Also das heißt, dieses ganze Thema, welches Berufsbild passt denn jetzt zum Beispiel zu mir, wenn ich ein Suchender Generation Z bin, kann ich auf jeden Fall da in die Recherche gehen und mich da auch mal erkundigen, was denn die Firmen da für Berufsbilder angestellt haben.